So, dann schauen wir uns mal die Brackets an. Genau, wir schauen uns mal die Brackets an. Jetzt, nachdem beide Halbfinalpartien durch sind, wollen wir wissen, wie die Standings sind. Und da werden sie auch direkt schon eingeblendet. Also die beiden Lasergame-Teams sind weiter. Das Spiel um den dritten Platz, da haben wir Delta und Alpha. Das heißt, beides natürlich Bonn eher. Das ist das teaminterne Duell. Das heißt, man kann schon sagen, Bonn hat 50 Euro sicher. Ist natürlich so die Sache. Dortmund und Bielefeld, da geht es halt um ein bisschen mehr noch. Nichtsdestotrotz denke ich, man gibt auch so ein bisschen für die Ehre, für das Interne, jetzt gerade in einem Best of Three festzustellen, wer wirklich der Bessere ist. Klar. Und vielleicht kassieren die dann nochmal intern ein bisschen mehr vom Preisgeld. Wobei ich glaube eher, dass es als Trinkgeld direkt ausgegeben wird. Und so macht es ja eigentlich auch Sinn. Ja, natürlich. Also das ist nur das Sahne-Hupferl eigentlich, muss man sagen. Genau, so ist es. An sich... Oder sie stellen danach ein Dream-Team auf. Einfach nur an den Punkteanzahlen aus allen Games. Weil nachher kannst du eine schöne Statistik über alle Games geben. Kannst nachgucken, wer irgendwie dann eigentlich die Top... die Top-Kills gemacht hat und weniger Punkte eingesteckt hat. Und genau darüber kannst du dann auch wieder rausfinden, okay, du bist unser Top-Spieler, dann nehmen wir den Zweitbesten, Drittbesten und dann haben wir das Team für die U 2015. Ist natürlich schwierig, ist an sich so ein bisschen eine Teamleistung auch, die da mit reinspielt. Also jetzt wirklich zu sagen, du bist der Beste, das mag vom Spiel zu Spiel variieren. Prinzipiell natürlich über das große Ganze gesehen, kann natürlich diskutieren. Vielleicht ist der eine Spieler aber auch nur so stark, weil er von seinem Team so stark gepusht wird. Wenn du dann der Center-Spieler bist, hatten wir es ja schon ganz oft, dass er ja ganz selten getroffen wird, weil die anderen das eben sehr, sehr gut abdecken. Und auch diese Strategie, wir haben es ja vorhin schon, wir haben es ja eigentlich schon mehrfach auch richtig dann angesprochen, vom Profi nochmal bestätigt bekommen, dieses X dann aufzubauen, also mit dieser das mit Kreuzfeuer links und rechts quasi. Außen, genau. Da ist einfach so das, die weiteste Schusslinie im Endeffekt, als wenn du mehrere Seiten abdecken musst. Das ist besser, du gehst nur einmal quer rüber. Genau. Ja, also die Aufstellung ist halt eigentlich mit das A und O. Ansonsten kommt es am Anfang noch auf Schnelligkeit an, dass du halt am Anfang schon in eine gute Position kommst. Aber wir haben gesehen, das kann sich durchaus mal schön wenden, wo du halt einfach zu offen stehst, zu weit offensiv auch stehst und dann wieder ein Spieler fällt und dann müssen die anderen beiden wieder zurückrücken, weil sonst dann geht das Spiel dann in eine komplett andere Richtung. Also all das haben wir schon gesehen, all das ist möglich. Die Teams machen sich auch gerade bereit für das Best of Three. Für das Spiel um Platz 3, das kleine Finale, teaminternes Duell. Na, da bin ich auch mal gespannt, ob inwiefern sie da rotieren werden. Vor allem jetzt nochmal ein Stück weit anstrengend. Da sind die ja den ganzen Tag schon gelaufen. Ja. Seit 10 Uhr morgens sind wir und quasi. Ich glaube, es geht dann auch ohne großartige Pause im Best of 3 immer weiter. Also erstes Spiel, dann kurze Auswertung, dann direkt das nächste Spiel. Und ich glaube, da fängt es auch ordentlich an zu pumpen. Denke ich auch. Also hier ist... schon der Anspruch größer als vorher, aber es ist ja auch das kleine Finale. Das steckt ja auch das Wort Finale drin. Ja, jetzt bin ich halt mal gespannt. Ich meine, jetzt können sie halt wirklich ein bisschen rumprobieren, wenn es dann auch die Regames gibt, beziehungsweise die Rematches gibt. Und dann kannst du halt sagen, okay, wir haben jetzt mal probiert, das Ganze offensiv zu spielen, jetzt probieren wir es mal defensiver. Und das wird sich dann, denke ich mal, auch im Spiel ordentlich widerspiegeln. Ja, denke ich auch, hoffe ich auch, weiß ich auch. Wir haben super Teams gesehen. Vor allem jetzt haben wir zweimal sehr gleichwertige Teams gegeneinander. Also sind ja beides jetzt Teams, die definitiv auf Augenhöhe sind. Und es würde mich nicht wundern, wenn es jeweils auf eine dritte Map geht, auch wenn Bielefeld natürlich sehr motiviert ist. Ja, die waren da ja schon. Wir haben ja eigentlich fast alle Teams einmal komplett hier gehabt. Aber Dortmund mit Heimvorteil und mit dem frisch ausgetauschten Axel, der wirklich ein sehr starkes Spiel hingelegt hat. Ja, definitiv. Also nichts gegen Nasti, aber Axel wirkte da vielleicht ein bisschen frischer. Vielleicht auch heiß, der war ja die ganze Zeit einweisen, den ganzen Tag. Ja. Da wird man auch heiß, da hat man Bock dann selber zu spielen. Ja, da hat sich auch vorhin schon so, oh, das wird richtig bitter, wenn ich dann die ganze Zeit immer die Leute und hier und so, das musst du machen und so und so und dann eigentlich die ganze Zeit immer nur zugucken kann. Genau, wir sehen halt aber jetzt die Teams laufen ein. Es geht los quasi, es geht los. Ja, da haben wir auch schon. Genau, wir sehen jetzt hier in Gelb das Bonn Air Team Delta mit dem Starspieler McKay natürlich, mit unserem Spieler Grinch und auch mit Frost. Und sehen wir natürlich Frost hier vorne, etwas größere. Und auf der anderen Seite haben wir Bonn Air Alpha Team mit Stealth, mit Captain O'Neill und Age. Ja, Captain O'Neill, Colonel O'Neill können wir eigentlich mehr sagen. Ja, stimmt, später mehr sagen. Colonel. Später wird er sogar General. Das sind die späteren. Soweit habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Es war eine unglaubliche Serie. Natürlich. Und da kommt der Startpfiff.
Oh mein Gott, Delta hat sich hier schon eine gute Position gebracht und, und Alpha noch nicht mal richtig gestartet. Also Alpha gegen Delta, das teaminterne Duell, Best of Three. Hier werden wir jetzt mal sehen, wer am Ende die Nase vorne hat in Bonn. Die interne Hierarchie festlegen, wenn man so möchte. Jetzt McKay wagt sich da weit und nimmt sofort einen Beschuss. Macht das hier einhändig schon. Ja, das richtig war ein schöner Schusswechsel gerade. Links brechen sie durch. Muss man schauen. Da ist natürlich schwierig, wenn dieser eine Spieler sehr weit vorne steht. Hier in der Mitte natürlich. Ja, da haben sie ihn rausgenommen. Schön gemacht. Zu weit nach vorne hier. Zu weit nach vorne das Team von Delta. Delta in, mit den gelben Halsbändchen im Übrigen zur Unterscheidung. Ja, schnell runtergeduckt. Wirklich gute Reaktionszeit hier von Delta Team. Ja. Dann, oh, guck mal, dann nutzt das aus, macht hier ein kleines Loch in die Balustrade und auch einige Treffer direkt rausgeschickt. Also man muss sagen, Alpha momentan eine leichte Führung, aber das ist wirklich extrem knapp und kippt jetzt schon wieder momentan. Jetzt Delta. Oh, McKay wurde zurück zur Basis geschickt. Hat hier ein bisschen was einkassiert. Das ist ja das Problem, wenn du dich da runterduckst, ist ja gibst halt deinen Kopf direkt frei. Mehr als doppelt so alt wie die meisten Spieler hier auf dem Feld. Also wir haben ja wirklich von 18 bis 43 alles dabei, gerade aktuell auf dem Feld, wohlgemerkt bei Alpha und Delta. Oh, von hinten und da wird er rausgenommen. Oh. Ja, also bisher Alpha wirklich gut am Drücken. Ja, definitiv. Also Alpha drückt gut, aber Delta natürlich auch nicht schlecht. Also sie haben ebenfalls 1-1 gespielt gehabt. Quasi in der Hinrunde. Wir sehen oben den Score. Es ist die erste Map, wenn man denn so möchte. Boah, und schöner da, Slide hier auf der linken Seite. Da geht's richtig rein jetzt. Und wirklich, man sieht das links richtig am Hetzen. Sofort in die Deckung mit rein. Was geht da denn noch ab? Oh, da werden sie beide rausgenommen. Der Face-Check mit dem 1:1. Das gibt natürlich jetzt hier Alpha wieder eine Chance, rauszukommen aus der Basis. Delta wird ganz schön weit zurückgetrieben, müssen sich hier tief ins eigene Feld zurückziehen. Ihr seht es hier gerade, können ja zurück zum Tombstone. Da hinten versucht sich McKay wieder am Dorito aufzubauen. Da soll dann natürlich schnell wieder rausgehen. Ja, jetzt schnell nochmal nachladen. Also man merkt auf jeden Fall, dass die Jungs jetzt schon ein bisschen trainiert sind. Aber da, also er läuft ein paar Meter und sofort blinkt das Lämpchen, sobald man den Kopf eben rausnimmt hier aus der Deckung. Wird das gnadenlos bestraft. Ja, kassiert ja einen Treffer, kann aber ein gutes Deckungsfeuer geben. Rechte Flanke kann dadurch ein bisschen weiter aufrücken. Ja, also bisher, wie gesagt, Alpha die Nase vorne, die Männer in den grünen Tüchern. Aber es ist, glaube ich, noch halbwegs ausgeglichen. Ja, also Delta marschiert immer wieder nach vorne. Oh, da steckt er seinen Kopf aber tief hier in die Deckung. Hat aber auch was gebracht, nur zwei Treffer kassiert. Und Delta, Alpha rückt weiter vor, kommt von hinten ran, kriegt einige Treffer ab. Aber das direkte Duell jetzt gerade und da kommt es nochmal dazu. Face-Check. Wer, er nimmt ihn raus, er nimmt ihn raus. Ja, er kann aber auch nicht mehr allzu viel haben, also sollte es jetzt gefährlich werden, muss er weiter nach hinten gehen. Das ist natürlich so ein Stück weit diese Aufregung auch, ja. Das ist wie, wenn man einen Shooter plötzlich hat, den Spieler gegen dir. In solchen Situationen musst du halt mit einem vollen Magazin reinhängen. Das halt immer wieder dieses Zurückgehen hinter die Deckung, nachladen, wieder vorpreschen. Du hast halt auch eine gewisse Nachladezeit, es ist nicht alles instantan oder so. Und in der Zeit darfst du dich natürlich nicht aus dem Cover bewegen. Nein, also wie du schon richtig gesagt hast, die Führung ist nicht wirklich groß, aber sie ist da auf Seiten von Alpha. Wie gesagt, die grünen Tüchlein gegen die gelben Tüchlein, aber alle... in Tarnfarben. Vielleicht ein kleiner Vorteil, wenn man gelb trägt mit schwarz-gelb, aber an sich, wie gesagt, führen ja die Grünen. Oh, von hinten raucht das! Und der war aber schon raus. Der wollte ihn und der war schon raus. Wäre ein schöner Move gewesen und er hat sich selbst dabei nicht zu sehr exposed. Also die linke Flanke hier gehört wirklich momentan Delta an. Ja, da muss er raus, da muss er laufen. Und auch auf der anderen Seite, wenn es da ein bisschen behäbiger zugeht. Na, schön jetzt die Stellung gesichert. Also man merkt, dass Delta versucht, da aggressiv zu bleiben. Gehen immer wieder aus der eigenen Hälfte raus. Und jetzt schauen wir mit der beiden. Oh, das sieht doch spät. Und er kann... Nein, er ist raus. Er riss raus. Es gibt keine Rache hier. Sehr gut. Da gibt es einen Bodycheck. Einmal Ring Around the Rosie. Das ist natürlich schön, wenn beide um das gleiche Ziel hetzen. Man kriegt es halt nicht im Eifer des Gefechts nicht immer mit, wenn man sofort rausgenommen wurde. Trotz allem, schön gemacht, dass er ihn hier vorne bei den Tombstones rausgenommen hat. Es hat sich hier Delta, Alpha wieder eine sehr, sehr gute Position gesichert. Ja,
So, jetzt nochmal das komplette Spielfeld in Ganze. Findet Waldo. Ist natürlich auch mit den Spielern nicht ganz so einfach, vor allem wenn sie sich da immer hinter der Deckung bewegen. Im Bild gerade eben das Team Delta und das Ganze mal aus der anderen Perspektive. Ja, Kameramann muss mitlaufen, ist ein bisschen vielleicht verräterisch, aber ich meine, das findet auf beiden Seiten statt. Und oh, 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 da kriegt er gut Hits ab. Ja, er versucht jetzt nochmal ins Cover in der Mitte zu rennen. Die haben die rechte Seite gut gehalten. Deshalb, die müssen jetzt auf die Mitte eher konzentrieren und dann vielleicht weiter links hinten einen haben. Oh, schönes Feuer. Da geht er drauf, aber jetzt wird er gedoppelt. Er wird gedoppelt, muss nachladen und jetzt zieht der Nächste nach. Oh, und wieder von hinten versucht es, passt aber auf. Beide raus. Da hilft es halt wirklich, wenn du diesen Hintermann hast, der von der Seite noch Feuer gibt. Da muss man sagen, gut gelöst, dass er da noch einen rausgenommen hat, obwohl es 1-2 war. Genauso hier ähnlich findet das denn statt. Wagt sich da allerdings auch weit nach vorne, geht wieder zurück und hier muss er übernehmen. Ja, Abstand wird gerade aktuell wieder ein bisschen größer für Alpha. Ja, sie können halt schon ganz gut vordrücken. Aber Delta möchte natürlich das Ganze nicht aufgeben. Kommt immer wieder raus. Also wird hinter jedem Hindernis geschaut. Das ist natürlich schon mal ein ganz anderes Niveau auch als das, was wir in den Vorrunden hatten. Es ist mehr Verstecken hier. Also irgendwie ist es so ein bisschen Versteckspiel. Schnell nochmal nachladen, schauen, bin ich noch am Leben, was ja auf der Waffe eben angezeigt wird. Jetzt vielleicht über links hier am Boden. Also den ganzen Körper. Nimm mal das so und er kriegt gute Treffer drauf. Jetzt vielleicht kriegt er ihn raus. Na, nicht ganz, da fehlt es noch ein bisschen. Ja, kassiert er selber gut. Muss ja, schönes Snapshooting hier. Also das macht Delta auf jeden Fall sehr gut, aber trotz allem, irgendwann wird er halt rausgenommen. Wenn du immer wieder an derselben Stelle rauskommst, ja, dann kann das Snapshooting auch so gut sein, aber irgendwann können sie sich auf dich einschießen. Und Delta, Alpha drückt jetzt hier weiter vor. Ja, vor allem dieses Vor und Zurück ist gar nicht so gut, wie man glaubt, wie du schon gesagt hast, vor allem wenn es die gleiche Stelle ist. Weil wenn der Gegner dann drauf bleibt, dann braucht er sich halt nicht bewegen, du musst immer neu gucken. Und das kostet Zeit. Sind sie zu zweit vorne? Oh, und das war's. Dann wird er wieder zurückgedrückt. Die letzten 30 Sekunden sind angebrochen. Jetzt haben wir nochmal McKay. Kann er das Spiel nochmal irgendwie rumreißen? Ja, es ist knapp angelegen. Oh, zu zweit. Schön gemacht hier. Also mit solchen Aktionen auf jeden Fall. Aber es wird schwer von der Seite. Es wird schwer. Alpha momentan weiterhin am Führen, jetzt über rechts vielleicht, den direkten Duell jetzt wieder, verliert, zieht den Kürzeren, ja, und das sollte die Entscheidung gewesen sein. Und jetzt haben wir es 5, 4, 3, 2, 1 und das war's. Ja, so richtig konnte ich jetzt aber nicht erkennen, wer hier wirklich als Sieger vom Platz gegangen ist, also es war Alpha, also es ist das 1-0 für Alpha. Ja, sie waren halt auch weit im gegnerischen Territorium drin, haben sich aber nicht zu sehr exposed. Und ja, man muss sagen, es war gut gespielt von beiden Teams. Man muss ja sagen, Delta hatte das erste Duell gewonnen, jetzt zweimal hintereinander Alpha, wenn man die Vorrunden eben mit dazu nimmt. Trotzdem, da es hier im Best of Three ist und das erste Duell der beiden im kleinen Finale war, die 1-0 Führung jetzt für Alpha, wenn wir das richtig gesehen haben. Stand einfach ein bisschen kompakter, Alpha eben mit den grünen Bändchen. Und da mal schauen, jetzt wird's nämlich gleich, werden sie nochmal aufeinandertreffen, gehen jetzt also nochmal raus. Jetzt werden nochmal die Settings neu gemacht. Ja, mal gucken, was sie jetzt ändern können. Ich glaub, Delta war teilweise ein bisschen zu forsch, zu offensiv. Wäre jetzt so meine Fehleranalyse. Siehst du, die teilweise zu weit nach vorne gegangen sind, dadurch immer wieder trefferflödig gebunden waren. Man sieht ja schon. Das war im Early Game, würde ich dir absolut recht geben. Da sind sie wirklich viel nach vorne geprescht. Aber später sind sie dann gar nicht mehr so richtig rausgekommen. Vielleicht ist es doch das Problem, wenn du einmal so die Position aufgibst und die anderen dann diesen Zeitpunkt nutzen. Wenn zwei Spieler rausgenommen sind, kannst du dann einfach vorrennen. Ja. Und dann konnten sie nicht mehr rauskommen. Ja, es ist dieses, wann gehen wir raus, wann gehen wir nach vorne, wann. Es ist nicht so einfach. Es ist wirklich nicht so einfach, das vor allem in Bruchteilen von Sekunden zu bestimmen. Man hat es ja auch schon gemerkt, wenn man einmal rausgeht, dann blinkt ganz oft die Lampe sofort. Das muss man auch antesten. Da muss man sich auch absprechen, die Gegner immer wieder doppeln, schauen, dass man ein gutes Sichtfeld hat, dass man vor allem weiß, wo der Gegner ist und darauf Rücksicht nehmen kann. So, und jetzt sehen wir, glaube ich, den Seitentausch. Jawohl, den Seitentausch. Also, wir sehen jetzt links mit den gelben Bändchen das Team Bonair Delta.
mit McKay, mit Grinch und mit Frost. Und auf der rechten Seite in grün Bonair Team Alpha mit Stealth, O'Neill und Age. Und Age hier lustigerweise trotz allem der Jüngste im Bunde mit 18 Jahren auf, ja, gelber Seite, auf grüner Seite. Definitiv ist Fachinformatiker, mag Airsoft und Zocken, das so bei den meisten der Fall ist hier. Ja, das ist halt so ein Hobby, was alle verbindet, glaube ich. Ja, das stimmt. Sonst wären wir hier nicht hier auf der Jugendmesse in Dortmund auf der U. Ja, so ein bisschen verdutzt schaut er gerade rein. Irgendwie noch keinen richtigen Weg ins Spiel gefunden hier, unser grünes Team. Nein. Und jetzt Alpha von der linken Seite, McKay, schleicht, der mag es mit dem Schleichen. Also ja, es schaut nochmal, hat er noch Munition, hat er nicht. Nachladen, oder besser doch nicht, in Form, wo kommt die Schüsse? Er ist hinter diesem kleinen Dorito, wie du so schon sagtest, da hat man eine Menge Trefferfläche und ja, das war's, da muss er raus. Ja, momentan steht natürlich Delta sehr weit vorn. Ja, oh, dann der nächste raus jetzt für Delta. Das ist genau das, was sie vorhin ja auch schon hatten. Sie standen sehr weit vorne und so konnte sich Alpha eben den Sieg holen. Jetzt vielleicht nochmal ein bisschen ruhiger angehen, das Ganze kommen lassen. Ja, man kennt sich aber auch, das ist so eine andere Problematik. Man weiß, wie sich der Gegner verhält. Ja, rechts zielt er, aber es war nur der Kameramann. Und wieder der Face-Check hier, direkt am Plakat vorbei. Und ich glaube, da sind beide rausgegangen und er kriegt es nicht mal mit hier. Ah, nee, will er schießen und jetzt muss er merken, oh, ich bin tot. Das war wohl nix. Und da wird Alpha wieder zurückgedrückt. Zwei Spieler draufgegangen. Macht es natürlich jetzt sehr, sehr schwer hier mit dem Spielaufbau. Also bis jetzt ein besserer Start für unser Delta-Team. Ja, also wenn man jetzt guckt, wieder ist Alpha leicht vorne. Wieder, aber eben nur leicht. Na, guck mal hier, aber die Kills kommen schon rein langsam. Ja, also jetzt, wo sie nicht mehr ganz so offensiv stehen, das merkt man. Ne, haben den Fehler da offensichtlich erkannt diesmal, aber trotzdem noch weiterhin. Wir kriegen ja auch gerade noch eine vertrauliche Information im Übrigen. Das ist sehr interessant. Wir haben nämlich den McKay, also der älteste im Bunde vom Delta-Team. Das ist der Vater von O'Neill. Ja, der Vater vom O'Neill. Vom Gegnerteam, das heißt, ja, wir haben Vater und Sohn gegeneinander. Familienrache quasi. Das ist natürlich, das hätten wir mal wissen müssen für die Storyline. Oh, und jetzt Alpha von oben, nehmt ihn raus. Nicht ganz, leuchtet immer noch nicht, aber Munition. Aber sitzt er da immer noch. Oh. Schau dir das mal an, das sind hier die Beine. Beide am Nachladen, das ist schon ein bisschen lächerlich. Aber ja, jetzt es wird er rausgenommen. Ich meine, es nützt natürlich nichts, wenn du die Knarre einfach ins Gesicht hältst, wenn du einen Stirnband nicht triffst. Also du hast ja nicht unendlich Streuung, aber das hat ja am Ende dann doch gereicht. Einfach nur mal hinhalten und dann grinsen in die Kamera, das hilft dir nicht. Genau so ist es. Du musst halt auch, es gibt halt auch andere Spielmodi noch, wo es dann auch das Messer direkt gibt, was dann halt die minimale Reichweite quasi von der Waffe ist, wo du nur Meter hast oder so. Ja. Und da ist es quasi dann optimal, weil das macht dann richtig viel Schaden. Musst aber ganz nah rangehen dafür. Aber hier halt alles mit dem Phaser gespielt. Ja, also wie gesagt, leichte Führung weiterhin für Alpha. Momentan sieht es am 2:0 aus, aber auf jeden Fall könnten sie zurückkommen, Delta jetzt. Stehen auf jeden Fall jetzt etwas, wie gesagt, sicherer, etwas kompakter. Fehlervermeidung ist hier das Stichwort. Vielleicht mal schauen links, mal schauen rechts. Kriegt ihr die Hits ab? Die Frage ist nur, von wem? Ja, sie versuchen es jetzt nochmal mit einem neuen Spielaufbau, aber wieder hinten am Dorito, nicht der beste Startpunkt. Jetzt alle über die linke Flanke, jetzt versuchen sie es mal über die Mitte aufzubauen. Aber ja, sie kommen nicht aus der Deckung raus, also Alpha wird hier weiter zurückgetrieben. Ja, also Alpha muss aufpassen, dass sie jetzt nicht die Spielkontrolle verlieren. Sie wollen ja das 2:0 machen im Idealfall, dann können sie den Gegner richtig aufziehen. Im Bild jetzt Frost von Team Delta, da hat er eigentlich freie Schussbahn bekommen, aber jetzt selber bietet er ein gutes Ziel. Es ist, wenn einfach Forst, von Deckung allen tritt. Seiten wird er da behakt. Und ich glaube, sie mussten ihn jetzt auch, haben ihn jetzt auch richtig weit zurückgetrieben. So, da haben wir O'Neill jetzt im Bild, der gegen seinen eigenen Vater antritt. Ja, ob da der Haussegen nicht nachher schief hängt. Also wenn er jetzt hier das 1:1 holt, das könnte natürlich dann schon zu ein bisschen Schwierigkeiten daheim bringen.
Ja. Oh, 1 gegen 1 wird er jetzt hier nach Hause geschickt, der Frost. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Also man muss natürlich bedenken, es ist das allererste Mal, dass so ein Laser-Game-Turnier überhaupt übertragen wird, überhaupt so stattfindet in der Form. Das muss man immer wieder bedenken und natürlich für alle Beteiligten was Neues. Und, oh, ja, das ist immer ein wieder, schöner ist Move hier von Delta. Es ist, ja, immer trotzdem noch dieses Quäntchen, was Alpha vorne ist. Alpha in grün mit Age jetzt, den wir gerade sehen. Oh, und da ist er raus. Ja, müssen sich doch nochmal zurückziehen. Also sie haben es ja halt wirklich gerade geschafft, nochmal weiter ins Spiel nach vorne zu kommen. Oh, jetzt hier nochmal der Schlagabtausch. Ja, da will er wissen. Oh, umdrücken. Schöner Move. Und da kommt er hier, das ist er. Das ist er, McKay, der Papa von O'Neill. Da kommt die Rache, jetzt will er es wissen, jetzt will er sie ausnehmen. Ja, gefährliche Position, zeigen, kriegt hier einige Streifschüsse ab. Er hat vor allem den Kopf oben. Das sollte so nicht sein, aber sein Team rückt nach jetzt. Also Delta kommt besser ins Spiel jetzt rein. Haben jetzt die Feldkontrolle. Ja, das jetzt könnte ihr fastes Comeback sein. Aber sie müssen halt aufpassen beim Vorrücken. Gerade wieder ein Spieler auf der linken Flanke verloren, der muss zurück zur Base, schnell in den Respawn. Und Alpha nutzt natürlich die Gunst der Stunde. Ich glaube, McKay wurde hier auch nach Hause geschickt. Das läuft da gerade übers Feld, genau. Jetzt Alpha geht's wieder, andersrum. Am Zurückdrücken. Es ist ein Hin und Her jetzt hier in diesem zweiten Spiel. Ein offener Spiel Schlagabtausch. Platz 3. Es ist definitiv ein offener Schlagabtausch, den wir hier haben. Und sehr schwer zu erkennen, wer jetzt gerade die Nase vorne hat. Wenn ich es gerade sehe, jetzt ganz leicht vorne. Ganz leicht aber nur ist das Team Alpha. Ja, ganz leicht. Also es ist extrem knapp. Die letzte Minute, die angebrochen ist. Also es ist auf jeden Fall noch möglich, hier für beide Teams den Sieg zu holen. Aber Alpha macht es halt sehr defensiv. Also sie haben erkannt, okay, wir sollten einfach nicht zu weit vorgehen. Haben wir hier in der Mitte sehen wir halt mal wieder, da ist O'Neill. Der gibt halt von hinten die Rückendeckung und das macht so super viel aus. Im Bild jetzt mit der Maske Stealth von Team Alpha. Also Stealth mit der Maske passt natürlich. Wir haben hier McKay, ganz unverkennbar quasi. Der Papa vom O'Neill, das ist der andere mit dem Bart jetzt im direkten 1 gegen 1. Und da muss er nachladen, kriegt aber Stealth ganz gut unter Beschuss. Der jetzt gar nicht mehr so verdeckt ist, wird aber selber rausgenommen. War das der eigene Sohn gerade? Nein, das war Stealth. Ja, Stealth konnte ihn rausnehmen. Das war die Rache gerade dafür, dass er so unbedarft nach vorne gerannt ist. Ja, das ist halt, glaube ich, so sehr euphemistisch jedes Mal. Zu mutig. Ja. Zu schnell nach vorne gepusht, noch 7 Sekunden zu spielen und momentan ein leichter Vorteil für Alpha. Und es sieht auch so aus, als wenn es dabei bleibt, wobei... Das wäre das 2:0 und das war's, jawohl. Das 2:0 für das Alpha-Team, also doch relativ eindeutig am Ende. Ja, also, ja, was heißt relativ eindeutig? Waren beides sehr knappe Spiele und das Ergebnis von 2:0 spiegelt es nicht ganz wider. Da haben wir ihn, O'Neill. Colonel O'Neill und da geht's zum Papa jetzt. Na, wenn der mal nicht sauer ist, aber ja, vielleicht kommt er an, Kniete wird geteilt, mein Junge. Ich glaube, das ist einfach heute Abend versoffen. Ich meine, das ist echt eine coole Sache, ne? Stell dir mal vor, du willst mit deinem Vater Lasergame spielen. Habe ich schon gemacht. Hast du schon gemacht? Ja. Ich noch nicht. Aber das wäre echt cool. So, also vor allem, stell dir mal vor, er ist ein Junge, wir müssen zum Training jetzt. Zeit wird's aber auch. Ja, hier. Ne, ich sieh mal zu, dass du da deine Downloads schnell fertig machst oder was auch immer man dem in dem Alter macht. Nichtsdestotrotz, ein schönes Turnier, Platz 3 für Alpha. Ja, und mit 50 Euro gehen sie nach Hause. Werden sich jetzt teamintern natürlich so ein bisschen kabbeln, denke ich mal. Wenn euch jetzt wundert, okay, ja, das Preisgeld ist aber ein bisschen lächerlich. Ihr dürft halt nicht vergessen, es ist wirklich das erste Mal, dass sowas hier in diesem Turnierformat ausgetragen wird. Sonst gab es immer nur Just for Fun. Diesmal halt so ein kleiner Incentive halt, damit sich die Jungs ein bisschen mehr noch anstrengen. Und halt auch, weil es das erste Mal ist, dass das Ganze auch auf Twitch gestreamt wird. Aber wir warten natürlich auch auf euer Feedback. Ist das Ganze was, was euch gefällt? Ist es was, was man sich gut in dieses E-Sport-Format übertragen lässt? Und dafür könnt ihr natürlich auch tweeten, @lasergame.de, auch auf Facebook schreiben und natürlich auch bei uns reinschauen, bei Twitter, bei Mori, Mori09TV. So, da haben wir O'Neill überglücklich. Ja. Ja, sind der Sieger, also jetzt auch das amtliche Ergebnis nochmal draußen. Bonn Air Alpha macht es mit 2:0. Und das nächste, was wir jetzt sehen werden, ist natürlich das Finale. Bielefeld gegen Dortmund. Das Westfalen-Derby. Das wird ein richtig, richtig geiles Finale. Also da freue ich mich drauf. Ich weiß gar nicht, für wen ich sein soll. Also ich bin ja Dortmund-Fan, aber
auf der anderen Seite komme ich aus Ostwestfalen. Es ist so, weiß gar nicht, was ich da genau machen soll. Und Gewinn wird gespendet, lese ich gerade. Oh, das ist sehr löblich. Das Bonn ist wirklich sehr eher löblich. Entscheidet sich, ja, den Gewinn, den spenden wir. Das macht uns so viel Spaß. Wir sind ja auch gar nicht wegen dem Preisgeld hier. Werden die vollen 50 Euro spenden. Naja, aber immerhin. Ja? Also ich meine, das ist ja schon... Hätten ja auch sagen können. Die Einstellung ist das Wichtige. Definitiv. Und sie haben halt schon gesagt, wir sind nächstes Jahr auf jeden Fall wieder mit dabei. Es hat eine Menge Spaß gemacht und es bringt den Jungs natürlich auch was. Und wir freuen uns natürlich auf jeden Fall eine Menge Sympathie von meiner Seite aus. Ja, das ist sicher. Ja, nee, also Daumen hoch. Vorbildlich auch. Also ich muss sagen, das sind echt coole Leute, wenn man die hier so trifft. Wie die so drauf sind, wie sie damit ihre Ausrüstung auch komplett haben, da gesagt, das ist eigentlich eher eine Behinderung und in dem Fall bräuchten wir es nicht, aber wir wollten einfach mal cool auflaufen bei dem ersten Turnier dieser Art. Und halt nicht so, weißt du nicht, man denkt irgendwie immer, oder beziehungsweise ich glaube, die Öffentlichkeitsmeinung ist so, die dummen Airsoft-Spieler und oh, alle martialisch und so, aber überhaupt nicht. Es ist halt wirklich, die wissen halt, es geht um das Teamplay und das ist das Wichtige und das bringen sie halt auch in jeder Äußerung hier wieder rüber. Also es ist sehr, sehr erstaunlich, wie das Ganze läuft und sehr löblich. Definitiv. Also wir werden uns jetzt bereit machen fürs Finale. Ja, Dortmund gegen Bielefeld. Das ist auch so ein Match, was man vor ein paar Jahren noch in der Bundesliga gesehen hat. Jetzt nicht mehr. Bielefeld ist abgestiegen. Mehr als einmal. Aber ja, vielleicht kommt das ja irgendwann mal wieder. Best und das five. Finale doch als Best of Five gespielt. Also wir hatten hier immer so unterschiedliche Informationen, ja. Aber die Teams haben sich jetzt darauf geeinigt, es gibt ein Best of Five im Finale. Das heißt vermutlich dann doch irgendwann mal eine Pause. Ich hab's ihm noch gesagt, den Ortek. Ich hab's ihm noch gesagt. Ja, der muss sich halt doch nochmal ausruhen zwischendrin. Also ich denke mal, da wird es auf jeden Fall nochmal eine kurze Pause geben zwischen den Spielen, weil das ist dann doch zu hart. 5 mal 8 Minuten im schlimmsten Fall. Ja, am Ende, wer gewinnen will, der muss, muss auch was abgönnen. Ne? Ich meine, ja, T-Shirts haben sie I2 bekommen jeweils. Ne? Die können sie dann wechseln. Das ist nicht das Ding, der eigentlich sogar im... Aber ja, wir schauen uns nochmal die Brackets an. Und da sehen wir es. Dortmund und Bielefeld im Finalen Best of 5. Wir werden jetzt gleich nochmal ein kurzes Interview machen mit den dritten, schrägstrich vierten Platz, also quasi mit dem Airsoft-Team in Bonn. Und dann natürlich das würdige Finale mit abschließender Siegerehrung. Ja. Und ich denke, da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Danach gibt es die Aftershow-Party. Ein langer Tag geht auf der Jugend zu Ende, aber noch sind wir da. Nee, also erst kommt nochmal ein richtig geiler Abschluss, mit wo ordentlich die Fetzen fliegen. Und auf den freue ich mich ganz immens. Das wird halt wirklich spielerisch jetzt das höchste aller Gefühle. Definitiv. Also die beiden besten Teams. Ja gut, wenn du schon Laser Game im Namen hast, ne, dann... Also die Erwartungen halt auch immens. Aber die konnten sie bis jetzt wirklich sehr gut erfüllen. Aber ich muss sagen, das muss ich von allen Halbfinalisten, kann man das sagen. Sind alle ordentliche Spiele abgeliefert. Ist natürlich auch die Frage, wer ist wirklich besser? Also ist es Bielefeld oder Dortmund? Sie stehen quasi jetzt 1-1 in dieser Turnierserie. Beide sind eingespielt, es gibt keine Ausrede mehr. Seid schade, dass Nassi nicht dabei ist, die hat sich verletzt. Und ja, jetzt holen wir nochmal von Bonn-Wien dazu. Rutsch doch mal, oder ja. Ich rutsche zu dir, das passt schon, glaube ich. Du, ja, klar, wir passen hier alle hin. Trotz der dicken Montur, das genau, läuft. Genau, da holen wir uns dazu. Wen haben wir denn da? Ja, ich bin der H. Du bist der H. Meine Freunde außerhalb vom Airsoft nennen mich Andi. Nenn dich Andi. Ja. Wie sollen wir dich nennen? Such's euch aus. Okay, fragen wir vielleicht mal direkt vorweg. Du bist der Jüngste im Team und nennst dich H. Wie kommt sowas? Ich war der Jüngste, als ich beigetreten bin. Insgesamt. Ah, okay. Und deswegen sagt man dann H, weil... Ich hab's mir so... ausgesucht, quasi, das Küken. Guter Nick. Du bist von Team Alpha. Ihr habt jetzt mit 2-0 quasi euer eigenes Team geschlagen. Wie fett war das Grinsen im Anschluss? Also wir hatten ja auch im Spiel sehr viel Spaß. Also das hat man gesehen. Face Battle, das war so super. Wir hatten so viel Spaß. Es war klasse, aber ja, aber natürlich. Jetzt wird ein bisschen gestichelt, oder? Ja, das nächste komplette Jahr, aber was bis wir wieder hier sind. Was ich erst später erfahren habe, McKay ist der Vater von O'Neill. Richtig. Und warum habt ihr sie trotzdem in zwei verschiedenen Teams gesteckt? Ja, gerade deswegen. Macht es viel spannender. War viel spannender. Ja. Okay. Ist die Absprache ist zu sehr psychisch. Okay. Kannst einfach nur so Side-Talk. Ja, genau. So rechte Frage. Ja, und selber, wie habt ihr die Teams, also man muss ja sagen, das Team Alpha an sich doch deutlich jünger, auch mit dir, du bist ja der jüngste Spieler. Ja. Einfach, habt ihr dann so gesagt, machen wir so Oldschool gegen Newschool oder? Nö, weiß ich gar nicht. Also mir wurde heute Morgen gesagt, du bist Team Alpha. Ja, okay.
Das war alles. Okay. Also kein großer Hintergrund. Nö. Ja, ihr habt das Geld auch gespendet jetzt, habe ich gehört. Ja. Für einen guten Zweck oder wohin geht's? Ja, auf jeden Fall für einen guten Zweck. Wir wissen noch nicht, wohin. Also müsst ihr noch entscheiden ja. quasi. Aber Alpha hat das letzte Wort, weil die haben ja gewonnen, oder? Der Vorstand vom Verein. Der Vorstand, okay. Na, mir wurde ja auch schon gesagt, ihr seid ein Team. Ja. Wirklich. Aber ihr spielt normalerweise ja eher Soft. Jetzt Laser Game zum ersten Mal oder schon vorher? Ich habe auf der APC 2012 mal eine Runde gezockt. So 10 Minuten, aber sonst. Gut, das ist also noch nicht die Riesenerfahrung. Nee. Aber wie ist es, wenn ihr so ein Skirmish spielt? Teilt ihr euch dann auch in Teams auf? Also dieses Team Alpha-Designation, ist es quasi, kommt es von irgendwo oder ist es einfach nur Zufall für heute gewesen? Das ist Zufall für heute. Oder sowas, wie wir es hier jetzt haben? Eigentlich nicht. Kenn ich nicht. Wie ist das so, wenn man sich dann selber auf der Leinwand sieht oder vielleicht die Kollegen? Also ihr habt ja sicherlich in den Pausen mal geschaut. Es ist was anderes. Es ist cool. Das freut uns natürlich. Airsoft oder Laser Game? Das sind ja jetzt zwei komplett unterschiedliche Formate. Was würdest du sagen, wo ist der größte Unterschied? In der Spielweise vor allem. Also beim Airsoft ist es viel bedachter, viel ruhiger auch. Ähnlich wie der Kollege vom Paintball das vorhin erzählt hat. Die Gelände sind in der Regel viel größer. Also das ist für ein Airsoft-Verhältnis unglaublich klein. Wir spielen halt, wenn wir Airsoft spielen, 40 gegen 40 oder so. Aber hast du schon mal ein Outdoor-Feld vom Lasergame probiert auch? Oder bisher nur in der Halle gespielt? Nur in der Halle. Okay, weil Outdoor ist es halt nochmal ein bisschen was anderes. Und da gibt es ja auch andere Spielmodi, wo du halt dann eben auch eventuell sogar nach zwei Treffern schon raus bist, ja. nach einem Treffer raus bist. Das ändert dann das Spiel auch mehr in Richtung dieser, ja, bedachtes Vorgehen, langsam vorrücken, immer schön die Ecken scouten und so weiter. Also es kann auch anders gespielt werden. Das ist halt das Schöne daran. Du kannst wirklich sehr gut variieren. Und vor allem, man muss keine Schmerzen spüren, wie bei Airsoft also vielleicht. Also wehtut das wirklich nicht. Nein? Okay, aber, ich habe Airsoft, ich habe Paintball und Lasergame bisher gespielt. Aber noch also Paintball soll wohl wehtun, das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Ja, ich habe schon Fotos von Freunden bekommen mit so Platzwunden und allem, also. Das geht schon. Ja. Ihr seid in Bonn ansässig, wie viele Leute seid ihr eigentlich? Ungefähr 60. 60? 60. Das ist ein krasses Team.